Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Sunless Sea. Wir waren das letzte Mal dabei stehen geblieben, dass wir das Silent House entdeckt hatten und unsere Tom Colonists wieder losgeworden sind. Na, drehen. Salt's Attention. Mist, hätte ich lieber was anderes genommen. Naja, okay. Macht nichts. Das nächste Mal, wenn wir wieder anfangen rumzuheulen, werden wir es diesmal annehmen. So, hier läuft noch unverarbeitete Supplies. Oder hier fliegen noch unverarbeitete Supplies rum. Die nehmen wir natürlich mit. Ich als alter Billigheimer. Nehmen wir natürlich hier die Supplies auf jeden Fall mit und dann passt das. Und dann müsste das hoffentlich passen. So, das hat sich erledigt. Nehmen wir mit. Hier unten haben wir auch noch mal ein paar Supplies. Vielleicht kriegen wir ja auch noch mal ein Schiff auf den Heimweg. Das wäre natürlich auch super. Glaube ich zwar nicht, aber naja. Man kann es mal probieren. Ich stelle mir immer noch die Frage wegen dem Silent House. Will ich die Herzen erhöhen und die Veils erhöhen, um diese beiden Aufgaben dazu erledigen, oder will ich das nicht? Ich meine, wir können sie mit dem Netz fangen, aber ich denke ehrlich gesagt, die Aufgabe mit der niedrigeren Chance wird sich, glaube ich, schon eher für uns lohnen, als jetzt hier einfach mit dem Netz auf die Köchin und auf die Maid da drauf loszugehen und sie einfach einzufangen. Mit roher Gewalt. Ich denke mal, mit dem Hard Challenge, das wäre schon geil. Da kriegen wir bestimmt noch ein bisschen was raus. Na komm, fahren wir noch mal ein bisschen langsamer, damit die uns auch noch wieder einkriegen hier. Das ist das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde. Die KI hängt manchmal so ein bisschen hinterher, habe ich das Gefühl. Aber ich denke mal, das ist halt auch einfach, weil es noch ein Frühentwicklungsstand ist. Und da kann ich das, glaube ich, auch ganz gut verschmerzen, dass manchmal die KI sich da noch nicht so ganz einig ist. Wer es vielleicht kennt, ich mache auch nebenbei noch Stonehearth. Und da ist es auch so, dass da die KI sehr, sehr häufig irgendwie sich noch nicht so ganz grün ist, ob sie jetzt das Dach bauen soll oder nicht. Ob sie jetzt einen Holzbalken mitnehmen soll oder ob sie ihn doch wieder ablegen soll. Das ist teilweise eine Endlosschleife. Oder manchmal werden auch die Charaktere im Lager eingemauert zwischen Holzscheiten. Und dann kommt ich ja auch nicht mehr auf die Idee, okay, das müssen wir irgendwie umlagern. Das ist dann halt so. Es ist halt Early Access. Viele sagen dann, das sind fertige Spiele, aber man muss halt auch sagen, ich meine, Early Access bietet mir den Komfort, dass ich halt frühzeitig schon mal Einblicke sehen kann von dem Spiel. Andere können es auch sehen. Das hatte ich schon mal in einer früheren Folge erwähnt und von daher, ich finde es eigentlich vollkommen in Ordnung. So, wir haben immer noch eine 18er Nightmare Strength. Jemand möchte bei uns dabei sein und jetzt machen wir dasselbe wie nochmal. Tom Colonist dazu nehmen. Tridog brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ein neuer Rekrut. Ist nicht schlecht. Mal schauen, wer ist hier. Ja, gleich zwei Stück. Was haben wir denn hier? Canonier is a gunnery officer with sustainable increased iron. Und er hier? Engage noch mal. Signal Wooden Navigator. Navigator is the first officer who increased mirrors and whales. It's all the first mirrors and pages. Kommen wir in 50 Echos. Ja, komm, den nehmen wir nochmal mit dazu. Den anderen können wir jetzt wahrscheinlich nicht nehmen. Aber wir haben ja natürlich unsere Crew noch hier oben.
Newspaper, wie immer. Und dann hier nochmal so zwei Stück. Hier können wir die Foxfire Candles übrigens für 40 kaufen. Das heißt also, ein Handel lohnt sich jetzt erstmal nicht so. Wir haben aber noch unsere Offiziere. Mirror 6, Wales auf 3. Increase Mirrors. Und was kann man mit der hier machen? Increase Mirrors. Mirrors and Wales. Das kommt uns ja eigentlich ganz gut entgegen. Das heißt, die tauschen wir mal schnell aus. Ja, der Koch, da könnte man eigentlich mal einen besseren gebrauchen. So, der bringt uns Harz. Wie viel? 7 Stück. Pass mal auf, dann erhöhen wir mal unsere Harz auf jeden Fall. Jawohl. Und dann erhöhen wir hier auch nochmal. Ich glaube, die macht hier unsere Mirrors. Ne, die macht Wales. Er hier macht, glaube ich. Der macht Mirrors. Dann investieren wir hier unsere Secrets nochmal in Wales. Mehr können wir, glaube ich, nicht, wenn ich richtig gezählt habe. Ja. Und dann fahren wir nochmal raus auf die raue See. Und hoffentlich... Ja, da ist eine. Hoffentlich kommt die rechtzeitig hier. 46. Ach, Mist. 5 Sekunden zu spät. Egal, nehmen wir trotzdem mit. Ist immer ärgerlich, wenn man so 2-3 Sekunden zu spät aufschlägt. Das mit einem Multiplayer-Modus wäre, glaube ich, auch sehr geil, wenn man dann mit mehreren Leuten... Also nicht zu vielen halt, aber so, was weiß ich, 8 pro Game oder sowas, hier unterwegs wäre. Und man im Prinzip hier auch miteinander oder gegeneinander oder wie auch immer diese Kämpfe durchführen kann, würde, glaube ich, auch schon Spaß machen. Sollte halt nur so ein bisschen fair sein, nicht, dass da irgendwie ein Spieler mit einem riesigen Pot hier aufschlägt und einfach alles platt macht. So, da haben wir auch schon wieder die nächsten Kunden. Zack. Einmal frontal reinrasen. Ich reibe mir schon die Hände, wer es hört. Klingt nämlich wieder nach Geld. Wir verlieren zwar wieder eine Menge an Geld, aber gut, wir haben jetzt auch 50 wieder investiert in ihn hier. Hatten die letzte Folge, hatten wir natürlich auch so ein bisschen Pech, ne? Muss ich halt auch noch sagen, aber... Ich denke mal, also wenn wir jetzt nochmal irgendwie was Gescheites da oben finden könnten... Jawohl. Und vielleicht noch ein zweites Schiff finden würden, wäre das schon eine geile Geschichte. Ich will mal gucken... Vielleicht können wir jetzt mit den 9 Punkten 37% 40%, wir probieren es trotzdem. Haben wir... You succeeded. Geil. Okay, das war mir erstmal wichtig, Entschuldigung. You cock your head and listen. Someone is singing a woman's voice softer. The fountain... The sounds... takes you up in a winding stairs. You to the turn, try the door, top locked. The sound ceases. It was Phoebe's voice. You call out to her. What happens? We wanted their story, she explains, reasonably. We only wanted their stories in the beginning. We get so starved for stories out here. But then Lucy, she breaks down and so wings. Want us to break down the floor?
Swears the point, smoke is leaking from the beneath the floor. I deserve an ending, Phoebe calls out. When you press your hand to the door, you can feel the heat on your palm. Okay. Also sie wollte eigentlich nur die Geschichten hier haben und ist ja eigentlich angelandet und brach weinend zusammen. Und hat oben einfach das ganze Haus in Brand gesetzt. Das heißt, wir haben eine Tale of Terror bekommen. 40 Fragmente. Okay. Phoebe, the Arsonist. The fire begins in Phoebe's turret room, but it spreads quickly. Sailors tumble, choking from the door as the smoke billows out. The yellow-eyed maid leaps from a window and streaks across the lawn on all fours. Save Phoebe. Her mind may be lost to grief and madness, but at least perhaps you can save her flesh from the flames. Wir probieren es, wir werden garantiert verlieren. Irgendwas verlieren, 61% Chance, aber zusehen ist nicht. Okay, wir haben es auf jeden Fall geschafft und wie erwartet, wir haben ein Crewmitglied verloren. You now have won the Scarred Sister. Okay. A bucket chain passes up the water to the sea, enough to the slow the flame as a fraction. You dash through the walls, flames, your skin crisping, eyebrows sizzling, your hair grows back patchy after. Phoebe is slumped against the wall. You size her. Okay. Das heißt, wir haben unsere Haare alle abgefackelt. The spine of the house breaks in the war as the roof falls in. Sparks fly up towards the false stars so far above. The death of the house takes hours, but it is total. Only a cinder shell remains. Okay, also das ganze Haus ist im Prinzip abgebrannt. Und nur noch das Gerüst bleibt stehen. Weeps when she wakes, waking sobs. That shakes her body. He should have left me, is all that she will say for the longest time. Her face is horribly burned. She goes bandaged after. Like the half-dead of the Tomb colonies, perhaps she is half-dead herself. It can be difficult to tell underneath. Hmm. You now have a port report, keeps end. Und jetzt können wir hier nichts mehr machen. Wir können weder das Mädel da noch einsammeln, noch irgendwas anderes. Okay. Auf der einen Seite finde ich das ja echt geil, dass es halt auch wirklich richtig Auswirkungen hat, was wir machen, also permanente Auswirkungen. Aber auf der anderen Seite, ich hätte echt noch gerne das Mädel da eingefangen, aber vielleicht hätte ich das vorher machen müssen. Ich hätte es wahrscheinlich vorher machen müssen und dann hätte ich mit Phoebe reden müssen oben, das Haus untersuchen müssen und sowas. Auf der anderen Seite hätte es genauso gut auch sein können, dass ich halt das Haus quasi sie einfange, sie macht ein Geschrei, alle kriegen es mit und Phoebe setzt das Haus in Brand und wir haben auch nichts bei gewonnen. Aber gerade das ist ja eigentlich das Geile hieran, dass man sich eigentlich im Nachhinein die ganze Zeit fragt, war das die richtige Entscheidung, die ich getroffen habe? Ist das gut, was ich gemacht habe? Hätte ich es besser machen können? Ich denke mal, das wird auch den Wiederspielwert an sich auch erhöhen. Na, KI, kriegen wir es denn hin? Ja. Ich denke, das wird unterm Strich den Wiederspielwert auch erhöhen. Auf der anderen Seite, das ist auch verdammt geil an sich. Das habe ich bei sehr, sehr wenigen Spielen, dass ich mich mal danach gefragt habe, war das die richtige Entscheidung? Ich treffe dann im Spiel halt Entscheidungen und weiß, ja okay, es hat halt irgendwelche Auswirkungen, aber ist das eigentlich egal.
In den seltensten Fällen ist es so, dass ich sage, okay, diese Entscheidung, die du jetzt genau in diesem Moment triffst, die wird das Spiel permanent verändern. In vielen Spielen, klar, da haben die Entscheidungen Auswirkungen, aber was weiß ich, erstmal ein blöder Vergleich, halt, was ich nehme, SimCity, möchten sie das machen oder möchten sie das machen? Dann hast du halt mal, was ich, eine Woche lang mehr Müll auf den Straßen oder eine Demonstration oder whatever. Aber halt nichts, was jetzt irgendwie Auswirkungen, also richtige Auswirkungen auf das Spiel an sich hat. Das finde ich hier eigentlich schon sehr gut gelöst. So, bevor irgendwas schief geht, möchte ich in der Folge hier die Jungs nochmal schnell verscherbeln. Explore Wenderbyte, können wir machen. Diesmal haben wir leider nichts bekommen. Und hier können wir auch noch nichts machen. Und die ist aber neu hier, das Mädel. Das ist ja unsere... The Scarred Sister. She was the youngest sister of the Hunter's Keep 3. And now here her come, her home is gone. She will not show her face nor speak of what occurred, but she is prepared to use her education to help your heal your crew. Ah, wir können sie hier quasi Hearts plus 5, Hearts plus 6 und 3 Pages. Und Speak to können wir machen. Dine with it. Ah, okay, also sind unterschiedliche Untertexte. Invite her to dine and talk about storms on invite and Hunter's Keep. Okay, das ist schon mal gut. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Wir sind nämlich schon wieder ein bisschen drüber. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.